ist das Bild eines Airbus A380-Flugzeugs. Und ich habe mich mal gefragt, wie lange braucht dieses Flugzeug eigentlich bis zum Take-off? Also bis es im Endeffekt dann wirklich abhebt. Und dafür habe ich mal im Internet geguckt, wie schnell es zu diesem Zeitpunkt denn sein muss. Also wie groß ist die Take-off-Geschwindigkeit? Die Take-off-Geschwindigkeit. Geschwindigkeit. Was für ein langes Wort. Also ich schreibe mal nochmal runter. Take-off bedeutet abheben. Und die ist 280 Kilometer pro Stunde. Oh, ganz schön schnell also. Und wir nehmen mal nur für die Einfachheit der Rechnung an, dass die Beschleunigung des Flugzeugs von Anfang bis zum Take-off, also vom Stillstand bis zum Take-off, also wenn der Pilot sagt, wir heben jetzt ab, bis zum eigentlichen wirklichen Abheben, dass die Beschleunigung da durchgehend gleich ist. Und zwar sagen wir mal, dass die Beschleunigung 1,0 Meter pro Sekunde ist. Das heißt, dass in jeder Sekunde das Flugzeug 1,0 Meter pro Sekunde schneller wird. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, da das ja hier ein Vektor ist, angezeigt durch unseren kleinen Pfeil hier oben, müssen wir auch die Richtung angeben, in welche das Flugzeug beschleunigt. Und das ist selbstverständlich in Richtung der Startbahn. Das gleiche können wir natürlich auch für die Geschwindigkeit auch noch machen, weil das Flugzeug beschleunigt ja nicht nur in die Richtung, sondern es bewegt sich ja auch prinzipiell mit einer gewissen Geschwindigkeit in diese Richtung. So, also 1,0 Meter pro Sekunde wird das Flugzeug pro Sekunde schneller. Und um das Ganze nachher noch ein bisschen leichter zu haben beim Schreiben, das ist zwar verständlicher hier die Ansicht, aber die Schreibweise mit 1,0 Meter pro Quadratsekunde ist natürlich weniger Schreibarbeit. Also nehmen wir zum Berechnen die, aber wenn wir uns fragen, was bedeutet das eigentlich, dann können wir das ruhig so schreiben, dann sehen wir, dass es immer um 1,0 Meter pro Sekunde schneller wird in jeder Sekunde. So, und wir wollen jetzt wissen, wie lang bis zum Take-off? Wie lang bis Take-off? So, dafür fangen wir am besten erstmal an, diese 280 Kilometer pro Stunde hier oben umzurechnen. Am besten in Meter pro Sekunde. In der Physik gibt es ja Standardeinheiten für alle möglichen physikalischen Größen. Für die Beschleunigung ist es Meter pro Quadratsekunde. Für die Geschwindigkeit wäre es Meter pro Sekunde. Deswegen rechnen wir am besten die 280 Kilometer um. Wir könnten allerdings theoretisch auch unsere Beschleunigung umrechnen in Kilometer pro Quadratstunde. Aber das ist eine Einheit, die wirst du nie sehen. Deswegen rechnen wir das lieber so um, wie du es im Physikunterricht dann auch brauchen wirst. Also wir haben 280 Kilometer pro Stunde. Und wir rechnen jetzt erstmal um in, sagen wir, in Kilometer pro Sekunde. Also müssen wir wissen, wir wollen Stunde aus dem Nenner raus haben. Also brauchen wir Stunde im Zähler. Dann kürzt sich Stunde nachher mit Stunde raus. Und wir wollen Sekunde im Nenner haben, haben wir gerade gesagt. Kilometer pro Sekunde. Also müssen wir wissen, wie viele Sekunden sind in einer Stunde. Naja, das haben wir in einem anderen Video vorher schon ausgerechnet. Das sind 3600 Sekunden. 60 Sekunden pro Minute und 60 Minuten pro Stunde. Also wir brauchen 3600 von der kleineren Einheit, um genauso viel zu haben wie 1 von der großen Einheit. So, und um die ganze Berechnung ein bisschen zu verkürzen, machen wir am besten die Umrechnung in dann Meter pro Sekunde auch schon mal. Die Stunden kürzen sich ja hier raus, das können wir jetzt schon mal machen. Und jetzt wollen wir noch die Kilometer hier oben raus haben, da wollen wir Meter hin haben. Also oben soll ein Meter stehen und um Kilometer da oben wegzukriegen, aus dem Zähler brauchen wir Kilometer im Nenner. Und wieder die gleiche Frage. Wir haben 1 von der größeren Einheit. Wie viel brauchen wir von der kleineren Einheit, um 1 von der größeren Einheit zu haben? Wie viele Meter sind also in einem Kilometer? Naja, ich denke, das wissen wir ja. Das sind 1000. Hatten wir ja auch schon ab und an mal. Also, Kilometer wird sich rauskürzen mit Kilometer. Und wir bleiben mit was übrig? 280 ist das gleiche wie 280 Eintel. Macht gleich die Rechnung ein bisschen leichter zu erkennen. Wir haben also oben im Zähler 280. 280 mal 1 lassen wir weg. Mal 1000. Mal 1000 geteilt durch
Im Zähler haben wir noch 1 mal 3600 ist 3600 mal 1 ist 3600. Und an Einheiten haben wir noch übrig. Im Zähler haben wir noch einen Meter übrig. Im Zähler haben wir noch einen Meter übrig. Und im Nenner haben wir noch, Stunde ist weg, Sekunde haben wir noch übrig. Meter pro Sekunde. Und wir sehen jetzt schon, unsere Rechnung scheint nicht ganz falsch zu sein. Immerhin passen die Einheiten hier hinten schon mal, weil wir wollen ja eine Geschwindigkeit bekommen. Und Meter pro Sekunde, wissen wir ja, ist eine Geschwindigkeitseinheit. So, aber wie viel ist das denn jetzt eigentlich? Da fragen wir am besten mal unseren Windows-Taschenrechner. 280 mal 1000, das kriegen wir noch im Kopf hin, sind 280.000. Geteilt durch 3600. 77,7 Periode. So, das wollen wir natürlich jetzt nicht alles aufschreiben, sondern wir gucken, wie viele Signifikante, also wie viele Stellen eigentlich wirklich aussagekräftig sind, weil wir haben ja zwei Zahlen gegeben, einmal 280 und einmal 1,0. Und wenn wir hier, wir haben ja maximal eine Zahl mit drei Stellen gegeben, also brauchen wir keine Zahlen mit 20 Stellen hinschreiben, da die Genauigkeit unserer gegebenen Zahlen ja auch nicht so genau ist, wie die Zahl, die wir hier rausbekommen haben. Also schauen wir mal, signifikante Stellen haben wir bei der Beschleunigung 2, 1 und wenn diese 0 hier hinten extra noch hingeschrieben ist, dann wurde mit Sicherheit auf diese Stelle auch gerundet. Vielleicht waren es 1,04, also wurde abgerundet auf 1,0. Sonst würde man die Komma 0 ja eigentlich weglassen. Hier oben hat man ja auch nicht 280,0 geschrieben. Also haben wir hier zwei signifikante Stellen bei der Beschleunigung. Und bei der Geschwindigkeit, denke ich, können wir davon ausgehen, dass das Flugzeug nicht genau 280 km pro Stunde schnell sein wird, sondern dass man da einfach gerundet hat auf die nächstgrößeren oder nächstkleineren 10er Stelle. Also haben wir hier die 2 und die 8 eigentlich nur als signifikante Stelle und die 0 ist auch schon eine gerundete Stelle. Also sagen wir mal, wir haben zwei signifikante Stellen. Also runden wir das hier auch auf zwei Stellen. Die haben wir beide voll im Komma. 77,7 Periode ist gerundet. 78 Meter pro Sekunde. Meter pro Sekunde. So, bevor wir jetzt weiter ausrechnen, wie lange es bis zum Takeoff geht, können wir auch eigentlich versuchen, mit Überlegungen da schon hinzukommen zu der Lösung. Wir wissen, dass das Flugzeug in einer Sekunde 1,0 Meter pro Sekunde schneller wird. Das heißt, nach einer Sekunde ist es 1,0 Meter pro Sekunde schnell. Nach 2 Sekunden ist es 2 Meter pro Sekunde schnell. Nach 3 Sekunden wieder 1 Meter pro Sekunde mehr, also 3 Meter pro Sekunde schnell. Und so wird das ja immer weitergehen. Also wissen wir jetzt schon, dass das Flugzeug ungefähr, das ist nicht so schön geworden, ungefähr 78 Sekunden brauchen wird. So, aber das wollen wir natürlich auch nochmal rechnerisch bestätigen. Und Formeln gibt es in der Physik ja mehr als genug. Wir wissen, dass die Beschleunigung gleich Geschwindigkeit durch die Zeit ist. Die Formel hatten wir vorher schon mal, wenn nicht, kannst du natürlich auch in dem Formelhandbuch nachgucken. Aber ich denke, das sollte auch irgendwo Sinn ergeben, dass die Beschleunigung bedeutet, um wie viel werde ich pro Zeiteinheit schneller. Also hier oben zum Beispiel 1,0 Meter pro Sekunde. So, wir wollen aber natürlich nicht die Beschleunigung rausbekommen, die haben wir ja schon, sondern wir wollen wissen, wie lang brauchen wir bis zum Takeoff, also brauchen wir die Zeit. Also berechnen wir bei beiden einfach mal Zeit. Also hier mal Zeit und hier mal Zeit. Dann bekommen wir T mal A ist gleich, und hier kürzen sich die T's heraus, das wollten wir ja auch, ist gleich V. Und jetzt teilen wir beide Seiten noch durch A. Also teilen wir hier durch A und wir teilen hier durch A. Dann sehen wir hier, A und A kürzen sich raus. Und unsere Formel zum Schluss lautet, T ist gleich die Geschwindigkeit durch die Beschleunigung. Und um genau zu sein, sehe ich gerade, müssen hier noch überall kleine Deltas davor. Und zwar, das Delta bedeutet ja, um wie viel sich die Geschwindigkeit oder bei uns in dem Fall auch die Zeit
wie doll die sich verändert hat. Weil der einfache Hintergrund ist dafür, wir müssen uns das Flugzeug gar nicht angucken vom Stillstand bis zum Abheben, sondern wir hätten ja auch sagen können, dass wir während das Flugzeug beschleunigt einfach irgendwann anfangen zu gucken, wenn es schon zum Beispiel 25 Meter pro Sekunde schnell ist. Deswegen interessiert uns im Endeffekt nur der Geschwindigkeitsunterschied. Aber in dem Fall ist das natürlich auch relativ einfach. Wir setzen mal ein, der Geschwindigkeitsunterschied, den wir uns angucken, beträgt vom Anfang. Am Anfang ist das Flugzeug 0 schnell, 0 Meter pro Sekunde. Und am Ende ist es 78 Meter pro Sekunde schnell. Also Endgeschwindigkeit minus Anfangsgeschwindigkeit, 78 minus 0, weil am Anfang steht das Flugzeug ja, ist also 78 Meter pro Sekunde, geteilt durch unsere Beschleunigung. Und unsere Beschleunigung ist 1 Meter pro Quadratsekunde. So, der Zahlenteil von unserer Rechnung ist natürlich relativ einfach. 78 durch 1 ist 78. Und wir haben Meter pro Sekunde. Und wenn wir durch etwas teilen, ist es das, also durch einen Bruch teilen, ist es das gleiche, als ob wir mit dem Reziprok, also mit dem Umgedrehten dieses Bruchs, multiplizieren würden. Also statt m durch s Quadrat rechnen wir s Quadrat durch m. Und dann sehen wir, dass sich die Meter rauskürzen und Sekunde zum Quadrat durch Sekunde ist das gleiche wie Sekunde. Also bleiben wir übrig mit 78 Sekunden. Und das hatten wir hier oben ja schon mal. Das Flugzeug braucht also vom Start bis zum Take-off ungefähr 78 Sekunden, vorausgesetzt die Beschleunigung bleibt durchgehend gleich.